Brahms ist ein Komponist, der in meinem musikalischen Leben eine besondere Rolle spielt. Was ich an ihm besonders faszinierend finde, ist diese Kombination von gleichzeitig Feuer und unglaublicher Leidenschaft. Aber das alles unter einer, ja, geradezu Beethovenschen Strenge. Mit Nicolas war das von Anfang an das Gefühl, dass da eine gute musikalische Verbindung entsteht. Und wir haben einfach gemerkt, dass wir gut miteinander proben können. Jeder bringt sich ein in den Probenprozess und kommt am Ende bereichert wieder heraus. Und ich denke, das ist das, wonach man letzten Endes sucht in einer musikalischen Partnerschaft. Gabriel ist ein Cellist, der, ich finde, einen wahnsinnig interessanten Celloklang hat. Was sehr Sinnliches, sehr Rundes. Es hat mich sehr gefordert, die Tiefen seines Celloklangs, die Weite und die Tiefe irgendwie zu versuchen, zu eine Komplementärfarbe dafür zu finden. Über diese Debüt-CD freue ich mich sehr. Mit einem Programm, was mir sehr am Herzen liegt, wo auch durch diese Bearbeitung von Nicolas und mir noch mal ein Stück was Persönliches auch dabei ist. Als Ziel gesetzt, Lieder zu finden, die in dieser Kombination Cello und Klavier quasi als eigenständige Stücke funktionieren können, als kleine Miniaturen.